zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video, zu dem Video, das ich euch im letzten Video schon angekündigt habe. Denn ja, ich wollte euch einmal darüber updaten, was bei mir so passiert ist in den letzten Monaten und warum es so lange still war. Und ihr werdet es wahrscheinlich im Titel und am Thumbnail auch schon gesehen haben. Ja, ich bin schwanger, mein Mann und ich, wir bekommen Nachwuchs. Wir sind total aus dem Häuschen und aufgeregt und können es eigentlich kaum abwarten und beschäftigen uns seit, ja, eigentlich seitdem wir es wissen, nur mit diesem Thema Baby und was machen wir jetzt, was muss sich ändern, was müssen wir, ja, wie müssen wir hier die Wohnung herrichten, was brauchen wir alles und so weiter. Halt so das, was einem, glaube ich, wenn man das erste oder wenn man erfährt, dass man das erste Kind erwartet, immer so durch den Kopf geht. Ich denke, das ist alles ganz normal. Ich habe es eigentlich gar nicht so lange geheim halten wollen. Also es lag jetzt auch gar nicht daran, dass ich gesagt habe, nein, ich möchte ganz lange warten, bis es wirklich sicher ist und so weiter, bis ich darüber spreche. Deswegen ich jetzt heute erst ja, sozusagen darüber, euch darüber informiere oder das Ganze öffentlich mache. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass ich etwas angeschlagen bin. Und das ist auch immer noch der Fall, aber ja, ich versuche einfach, mich einfach hoch zu, ja, aufzurappeln und irgendwie so ein bisschen was Produktives irgendwie zu tun. Ich glaube, sowas wie eine Bilderbuchschwangerschaft, das gibt es einfach nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder hat so seine Wehwehchen, seine kleinen Probleme, mit denen er während der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Das ist auch ja einfach alles vollkommen normal. Doch irgendwie habe ich so ein bisschen Pech gehabt, was jetzt gerade in den letzten, ja, was so die letzten anderthalb Monate angeht. Einmal vorweg, mit dem Baby ist alles in Ordnung. Also dem Baby geht's gut, soweit man das jetzt zu diesem Zeitpunkt beurteilen kann. Aber mir geht's einfach nicht so gut. Aber ich glaube, ich erzähle einfach mal so ein bisschen auch so die wichtigsten Fakten, wie weit bin ich. Also ich bin jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, bin ich in der 19. Schwangerschaftswoche. Das heißt, wir haben schon fast Halbzeit erreicht. Fast die Hälfte der Schwangerschaft ist schon rum und ihr merkt, es ist einfach schon wirklich relativ spät. Also ich glaube, andere verkünden das ja schon viel früher. Und was so Freunde und Familie und so weiter angeht, habe ich das natürlich auch schon früher verkündet. Aber dadurch, dass es mir nicht so gut ging, war ich einfach nicht dazu in der Lage, mich hinzusetzen vor eine Kamera und irgendwie ein schönes Video zu drehen. Ich werde da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich möchte trotzdem einfach mal so ein bisschen erzählen, ja, wie ist die Schwangerschaft bisher verlaufen, was sind so ja, Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, was hat sich bei mir persönlich verändert. Und ich muss sagen, die ersten paar Wochen ging es mir richtig gut. Also es war, ich hatte keine Übelkeit, ich war auch nicht, ja, ich war halt ein bisschen müder als sonst, aber so insgesamt ging es mir richtig gut und ich habe gedacht, oh, voll toll, so dieser Kelch geht mit der ganzen Schwangerschaftsübelkeit, geht ja vielleicht sogar an mir vorbei. Aber da habe ich mich halt leider zu früh gefreut. Das fing dann ungefähr in der 8. Woche an, dass es mir ja, ziemlich übel ging. Also dass halt wirklich so diese Schwangerschaftsübelkeit kam. Das war kurz vor Weihnachten. Und das war einmal diese Übelkeit, die mir da so zugesetzt hat in der Weihnachtszeit und halt auch die Müdigkeit. Ich war extrem erschöpft. Und aus diesem Grund kamen dann einfach plötzlich im Dezember, halt zur Weihnachtszeit, keine Videos mehr, obwohl ich mir noch, ich hatte noch Sachen eingekauft für andere Weihnachtsvideos und tolle Food-Videos geplant mit Weihnachtsrezepten und so, aber ich war einfach zu fertig, ich war einfach müde. Ich habe ganz normal gearbeitet und ich kam abends nach Hause und bin einfach wirklich nur ohne Witz angezogen, aufs Bett gefallen und bin eingeschlafen, weil ich konnte nicht mehr, ich war so fertig. Dann hatte ich Gott sei Dank schon eine Woche vor Weihnachten Urlaub und genau dann, genau nachdem nach meinem ersten Urlaubstag, also an meinem zweiten Urlaubstag sozusagen vor Weihnachten, kam dann schlagartig die Übelkeit. Dann kam mal zu dieser Erschöpfung und Müdigkeit noch die Übelkeit dazu und dann war es irgendwie, ja, ganz vorbei bei mir mit Weihnachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja der absolute Weihnachtsmensch, ich habe das ja schon zigmal gesagt. Aber mit Weihnachten war dann einfach nicht mehr viel los bei mir. Ich konnte wirklich nur liegen.
ich konnte nur liegen und schlafen. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Ich musste mich noch einmal einen Tag aufraffen und in die Stadt fahren und noch die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen. Aber alles andere ging halt leider einfach nicht mehr. Es war nichts anderes möglich. So gern ich die Weihnachtszeit genossen hätte, ich habe einfach nur, wie gesagt, auf dem Sofa oder im Bett gelegen und meistens bin dann irgendwann weggedöst und habe den ganzen Tag eigentlich nur geschlafen. Und da war es dann wirklich ganz gut, dass ich zu dieser Zeit wirklich Urlaub hatte und auch wirklich mir diese Zeit nehmen konnte. Und ich habe Gott sei Dank auch einen ganz, ganz tollen Mann an meiner Seite, der da absolutes Verständnis hat und mich da absolut verwöhnt hat. An den Weihnachtstagen selber war es leider auch nicht wirklich besser. Mir ging es immer noch schlecht, ich hatte immer noch Übelkeit, ich war immer noch erschöpft bis zum Umfallen. Und irgendwie war das dann dieses Jahr auch ganz gut, obwohl das gar nicht so geplant war, dass einfach diese ganzen Familienfeiern irgendwie nicht so üppig ausgefallen sind, wie das sonst in den letzten Jahren der Fall war, dass auch mal ein Weihnachtstag, zum Beispiel, ich glaube, der erste Feiertag war es, wo wir einfach gar nichts geplant hatten, wo ich dann auch wieder einfach von meiner Mutter dann nach Hause fahren konnte und mich wieder hinlegen und ausruhen konnte. Und dann ging es erst am zweiten Weihnachtsfeiertag weiter. Das hat mir wirklich ganz gut geholfen. Und so ging es dann aber auch immer weiter bis Anfang Januar rein und dann wurde es langsam besser. Dann hatte ich auch die 12. Woche erreicht und habe dann einfach nur so darauf gewartet. Man liest dann ja, dann kommt irgendwann so ein Energieschub und ich habe auf diesen Energieschub gewartet. Und er kam aber auch nicht wirklich, aber wenigstens wurde es dann mit der Übelkeit besser. Ich bin wieder normal arbeiten gegangen und es war alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, jetzt habe ich so, das Schlimmste ist überstanden. Ich bin jetzt im zweiten Trimester und es kann einfach dann wieder wie gewohnt weitergehen. Kurz darauf kam es dann aber doch leider wieder anders als gedacht. Und ich werde da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe seitdem auch immer noch, also das ist jetzt seit Mitte Januar ungefähr, dass ich vor allem im Liegen und mittlerweile auch im Sitzen so starke Schmerzen in den Beinen und im Rücken habe, dass ich so gut wie gar nicht mehr schlafen kann. Und das macht mir sehr, sehr zu schaffen. Und dieser Dauerschlafentzug ist sehr anstrengend und auch die ständigen Schmerzen, das ist alles sehr anstrengend. Ich war schon bei sämtlichen Ärzten. Also wie gesagt, das ist alles mit dem Baby ist soweit alles in Ordnung. Es ist einfach, ich habe einfach irgendwie ein bisschen Pech. Aber eigentlich will ich auch gar nicht auf die negativen Sachen so groß eingehen. Ich wollte das einfach nur kurz mal so ein bisschen klarstellen, dass einfach diese YouTube-Pause von wirklich 2 Monaten überhaupt nicht so geplant war und dass ich das überhaupt nicht wollte. Und deshalb wollte ich einfach so diese kurze Erklärung mit in dieses Video reinnehmen. Aber eigentlich ist das Ganze ja natürlich ein Grund zur Freude und deswegen soll das Positive natürlich auch überwiegen. Und ich meine, das tut es auch. Also ich freue mich und ich denke mir, ich mache alles durch. Es ist mir alles ganz egal. Hauptsache dem Kind geht's gut. Man weiß einfach, wofür man es macht. Sagen wir mal so. Aber jetzt nochmal irgendwie so ein paar andere Sachen, schwangerschaftstechnisch, die ich an mir bemerkt habe, die vielleicht interessant sind oder die auch so ein bisschen kurios und irgendwie für mich auch einfach total witzig zu beobachten waren. Ich glaube, das, worauf man als schwangere Frau am meisten wartet, ist einfach, dass der Bauch anfängt zu wachsen und dass man es sieht. Und zwar nicht nur, dass man sich wundert oder dass sich andere Leute fragen, okay, hat jetzt einfach nur ein bisschen Speck am Bauch oder ist da vielleicht doch was unterwegs? Und bei mir sah man das erste Bäuchlein, also man kann da wirklich nur von kleinen Bäuchlein sprechen, wirklich in der 12. Woche, da fing das so langsam an. Und seitdem wächst der Bauch auch stetig und das ist irgendwie ja total schön zu beobachten. Und manchmal irgendwie steht man dann auf einmal abends vorm Spiegel und denkt so, okay, boah, irgendwie habe ich das Gefühl, so heute ist der Bauch schon wieder gewachsen. Und das ist irgendwie total schön zu beobachten und beruhigt dann auch und zeigt einem auch, okay, da wächst alles so, wie es soll und es ist alles gut. Ich habe eben schon gesagt, dass ich jetzt aktuell in der 19. Schwangerschaftswoche bin und theoretisch kann man zu diesem Zeitpunkt auch schon das Geschlecht feststellen. Wir wissen es aber noch nicht, also wir wissen noch nicht, ob es ein kleines Mädchen oder ein Junge wird. Wir sind aber super neugierig und ich habe jetzt demnächst meine nächste Vorsorge und hoffe sehr, dass
das Kleine sich zeigt und schön präsentiert, dass wir auch sehen, was es wird. Denn ich muss sagen, ja, ich bin sehr, sehr neugierig. Und ich wollte auch schon mal anfangen, so ein paar Babysachen zu shoppen. Und dann stehst du aber vor diesen Sachen und ich muss sagen, es ist wirklich schwierig, geschlechtsneutrale Babyklamotten zu finden. Es ist alles doch irgendwo mit Rosa oder mit sehr, sehr viel Blau. Und irgendwie habe ich mich da ja bisher komplett zurückgehalten, was das Shoppen angeht. Und habe gedacht, okay, ich bin geduldig. Ich warte noch, bis wir wissen, hoffentlich, also wenn wir denn es dann erfahren. Manchmal hat man ja auch einfach Pech und es zeigt sich nicht. Und man ja, bekommt dann doch erst eine Überraschung am Tag der Geburt. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, damit ich dann nämlich bald endlich mal richtig anfangen kann, einzukaufen. Falls es ein Mädchen werden sollte, steht der Name übrigens auch schon fest. Das nämlich auch schon seit ein paar Jahren. Das ist so mein Wunschname seit... Ist jetzt bestimmt auch schon 6 Jahre her, dass ich diesen Namen das erste Mal gehört habe und gedacht habe, dass das ist der Name, wenn ich mal ein kleines Mädchen bekomme, so wie meine Tochter heißen. Und mein Mann findet den Namen Gott sei Dank auch sehr, sehr schön. Deswegen, also Mädchenname ist geritzt, nur falls es dann doch ein Junge wird, müssen wir dann nochmal ein bisschen tiefer graben nach schönen Jungennamen, denn ich finde, die sind wirklich irgendwie schwierig zu finden. Und da mein Mann Tuneser ist, möchten wir halt schon, beziehungsweise ich finde das halt auch ganz schön, einen tunesischen Namen zu haben, der aber für, da wir nun mal in Deutschland leben, einfach auch auf Deutsch oder für Deutsche und auch für mich als Deutsche, einfach auszusprechen ist. Und das sind halt nicht alle, das ist halt bei vielen Namen auch einfach nicht der Fall. Viele Namen werden einfach anders ausgesprochen, als sie geschrieben werden. Und das ist dann für mich, dann kommt das halt überhaupt nicht in Frage, weil ich nicht möchte, dass das Kind ständig mit dem falschen Namen gerufen wird. Etwas Kurioses, das ich an mir beobachtet habe, in den letzten 3 Monaten ungefähr, ist mir das aufgefallen, dass meine Haare sehr, sehr langsam nachfetten. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das ist mir einfach aufgefallen, weil sonst war es so, ich musste wirklich jeden zweiten Tag meine Haare waschen, da man sonst halt schon gesehen hat, dass sie ungewaschen sind, weil sie einfach fettig aussahen. Und das ist seit, ab der 12. Schwangerschaftswoche wirklich ungefähr überhaupt nicht mehr der Fall. Also ich komme mittlerweile auch eine Woche ohne Haare waschen aus. Und ich muss sagen, ich habe es auch ausgereizt, ich habe es getestet. Und leider habe ich die Schwangerschaft auch sehr an meiner Haut bemerkt. Ich habe nämlich sehr, sehr schlechte bzw. unreine Haut bekommen. Vor allem hier so im Wangenbereich habe ich ganz viele Pickel gehabt. Also es war schon wie so eine richtige Akne, also einfach hormonbedingt. Man hat das auch richtig gesehen, dass es einfach so eine Hormonakne war, sozusagen. Und jetzt, ich dachte schon mal, es klingt ab. Und dann ging es wieder von vorne los. Aber jetzt muss ich doch sagen, es ist doch wirklich sehr, ja, langsam heilt es wirklich ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Es kommen nicht mehr so viele neue Pickel nach, immerhin. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt ja so Frauen, die in ihrer Schwangerschaft so aufblühen und einfach noch viel schöner aussehen und so diesen Glow haben. Das ist bei mir leider einfach nicht der Fall. Also ich sah lange, lange Zeit auch einfach wirklich richtig scheiße aus. Weil, was mir nämlich auch einfach überhaupt nicht gefällt, ich habe schon häufig in den Vlogs vor allem gesagt, dass ich ja schon relativ früh graue Haare bekommen habe und da ich sehr dunkle Haare habe, man sieht es einfach. Man sieht, die grauen Haare fallen einfach auf. Deswegen färbe ich eigentlich regelmäßig meine Haare oder töne meine Haare und das ist einfach etwas, worauf ich während der Schwangerschaft verzichte. Es gibt ja Leute, die sagen, nee, okay, es ist nicht wirklich erwiesen, dass das schädlich ist fürs Kind, aber es gibt auch niemanden, der sagt, das kannst du zu 100%, das ist total unbedenklich, ist überhaupt gar kein Problem. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es auch bleiben zu lassen und lebe nun mit meinen grauen Haaren, die ich jetzt einfach nicht abdecken kann. Aber wirklich schön finde ich es nun mal nicht, aber ja, da lässt sich nichts dran ändern. Bis August, wenn nämlich das Baby ausgerechnet ist, muss ich dann anscheinend noch mit grauen Haaren herumlaufen. Ja. Aber mir fallen weniger Haare aus, das ist aber auch so ganz typisch, was ich gelesen habe, so ganz typisch in der Schwangerschaft. Dafür werden die dann höchstwahrscheinlich nach der Geburt dann irgendwann, ich glaube so die ersten 6 Monate danach, massenweise ausfallen. Der Körper stößt einfach, glaube ich, die Haare, die normalerweise, der Körper stößt ja, oder die Haare werden ja immer erneuert und der Körper stößt dann halt die alten Haare sozusagen ab. Deswegen hat man Haarausfall, was ja auch ganz normal ist, bis zu einem bestimmten Grad. Und in der Schwangerschaft passiert das einfach nicht so sehr, da werden nicht so viele Haare
abgestoßen vom Körper und deswegen sieht bei vielen das Haar voller aus und ich kann nicht wirklich behaupten, dass mein Haar voller aussieht, aber ich bemerke halt schon, dass nach dem Waschen einfach weniger Haare ja, im Abfluss sozusagen oder im Abflusssieb irgendwie hängen. Ja, aber da weiß ich jetzt schon, da wird mir dann wahrscheinlich nach der Geburt, dann werden nämlich die ganzen Haare nach und nach, die man so, die der Körper so angesammelt hat im Laufe der Schwangerschaft, dann doch noch ja, abgestoßen. Zum Thema Essen bzw. Gelüste, das wechselt irgendwie ständig bei mir. Also die ersten 12 Wochen war das extrem so, dass ich Bock auf fettig hatte, was halt ein Problem war, weil so eine sehr fettige Ernährung bedingt dann einfach nochmal die Schwangerschaftsübelkeit. Das heißt, dadurch wurde es dann nochmal schlimmer. Und es war aber so, okay, ich will jetzt aber McDonald's und ich will jetzt aber eine Pizza. Und es gibt mit Sicherheit Wege, dass man sich oder wie man sich gesünder ernähren kann, gerade am Anfang der Schwangerschaft. Aber da musste ich auch einfach auf meinen Körper hören und habe meinem Körper auch irgendwie. Ich habe ganz auch viel Obst gegessen, dass ich so ein bisschen, wenigstens so ein paar Nährstoffe reinkriege. Aber trotzdem, wenn ich Bock auf eine Tiefkühlpizza hatte, dann habe ich auch eine Tiefkühlpizza gegessen. Und das war halt in den ersten 12 Wochen auch ehrlich gesagt sehr häufig der Fall. Dann war es eine Zeit lang Weintrauben, dass ich richtig Bock ständig auf Weintrauben hatte. Also ich habe wirklich fast pro Tag so ein Paket Weintrauben komplett gegessen. Ich weiß nicht, es war so das frische, saftige in meinem Mund, das mir so gut gefallen hat, ne? Und der süße Geschmack von den Trauben. Deswegen habe ich eine Zeit lang halt Trauben en masse gegessen. Also eine eher, ja, doch eine gesunde Alternative. Jetzt im Moment ist es eher wieder die ungesunde Seite leider, die durchschlägt, auf die ich Heißhunger habe. Denn es ist einmal Eis, also Eis in allen Variationen, Wassereis, Milcheis und Ben & Jerry's und ich weiß nicht was alles. Ich könnte zig Portionen Eis am Tag essen und im Moment auch ganz groß im Kommen sind diese Grand Dessert, ich glaube von Ermann sind die. Das ist wie Danisane, also Schokopudding mit Sahne oben, aber Danisane, das sind die Becher ja ungefähr so groß, da ist ja kaum was drin. Und ich brauche einfach gerade viel. Und diese Grand Dessert, die sind halt wirklich groß. Das ist richtig viel Pudding mit richtig viel Sahne drauf. Und richtig lecker. Und ja, das finde ich im Moment extrem geil. Was gar nicht geht, was ich kurioserweise überhaupt nicht essen kann, ist einmal Avocado. Also da wurde mir auch schon von vielen gesagt, dass wie ungewöhnlich das ist. Weil meistens ist es irgendwie Fleisch oder sowas, von dem einem in der Schwangerschaft schlecht wird, wenn man es irgendwie sieht, aber bei mir war es Avocado. Also ich habe einmal meinem Mann ein Brot gemacht und wir hatten noch Avocado. Und dann habe ich angefangen, diese Avocado zu schneiden und es kam mir wortwörtlich, es kam mir hoch. Also von dieser Avocado. Und das war so, okay, Avocados sind tabu, wir kaufen keine mehr. Es gibt keine Avocados mehr in diesem Haushalt, weil davon wird mir schlecht. Und was mich nicht zum Würgen, sage ich jetzt mal, gebracht hat, aber was ich trotzdem ganz schlecht essen konnte, mittlerweile geht es wieder so ein bisschen, sind gelbe Paprika. Paprika ist allgemein nicht so mein Ding im Moment, aber vor allem die gelben ging gar nicht. Ja, keine Ahnung, woran das lag, aber gelbe Paprika, nee, nicht so lecker. Ich glaube, das ist auch bisher so das Interessanteste, was ich zu berichten habe oder was man so erzählen kann. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, dann auf jeden Fall immer her damit. Falls ihr irgendwas Bestimmtes noch wissen möchtet, was ich vielleicht irgendwie beobachtet habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare oder dann beantworte ich es entweder in den Kommentaren oder wenn es halt viel ist, dann kann man da vielleicht nochmal ein extra Video zu machen. Was ich nämlich auch fragen wollte, ist, ja, habt ihr irgendwie Interesse an regelmäßig so Schwangerschaftsupdates oder so? Ich möchte auch nicht, dass das ganze Thema überhand nimmt, dass das jetzt so total der Mami-Kanal wird und so. Ich weiß nicht, vielleicht passiert das irgendwann automatisch, weil sich irgendwann das Leben nur noch um das Kind dreht. Aber bisher, ich habe ja immer noch sehr, sehr viele Ideen in meinem Kopf, die ich einfach lange Zeit nicht umsetzen konnte. Und ja, deswegen soll das Thema Baby und Schwangerschaft halt nicht komplett diesen ganzen Kanal einnehmen, aber vielleicht ist es ja doch hin und wieder interessant, da mal so ein kleines Update oder auch ein Bauch-Update zu sehen. Deswegen, falls ihr da Interesse habt, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare auch. Vielleicht ist das auch was,
was für mich dann irgendwann mal ganz spannend ist, darauf zurückzublicken, wie, solche Sachen vergisst man ja manchmal auch einfach schnell und dann hat man es in Videoform und kann dann hinterher nochmal drauf zurückschauen. Ich habe euch irgendwann in diesem Video auch nochmal so ein kleines so Bauch-Update, was heißt Update, aber eingeblendet, wie groß der Bauch jetzt ungefähr gerade ist. Ich glaube, das war es jetzt aber erstmal für heute. Ich brauche jetzt auch erstmal wieder ein Päuschen. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ich freue mich mega darauf, von euch zu hören. Und dann sage ich einfach mal bis bald. Tschüss!